So Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Endlich ist es soweit, das erste Battlefield Hardline DLC Criminal Activity ist da und somit auch 4 neue Maps, neue Fahrzeuge und 5 neue Waffen. Und auf letzteres möchte ich in diesem Video ein bisschen eingehen. Die Waffen sind so immer das, was die meisten interessiert. Jetzt auch eben im Stream haben die meisten immer so nach den Waffen gefragt. Wie sind die Waffen? Was ist denn die Lieblingswaffe? Und wie sind die so? Sind die besser als die alten? Und darauf möchte ich heute in diesem Video eingehen. Es gibt einmal die FAL, die Fall. Viele, die Black Ops 2 gespielt haben, sollten diese Waffe noch kennen. Leider kann man sie in diesem Spiel hier in Battlefield Hardline nicht so geil im Einzelfeuermodus durchtriggern. Aber es ist trotzdem eine ziemlich nice Waffe. Aber darauf komme ich gleich nochmal zurück. Dann die SG 510. Noch ein Schnellfeuergewehr. Wie die Fall ist es ein Schnellfeuergewehr. Und ja, ganz nett. Versorger hat 2 neue Waffen. Dann noch die M1A1. Ziemlich beliebt, aber eigentlich gar nicht mal so von den Stats jetzt einfach mal so betrachtet. Gar nicht mal so gut. Dann haben wir noch eine, natürlich, es darf ja nicht fehlen, eine neue Shotgun, die KSG. Auch bekannt aus Black Ops 2 COD. Und zum Schluss, das habe ich jetzt einfach noch mit reingenommen, das ist keine Standardwaffe, das ist eine Pickup-Waffe, aber die Nailgun. Es ist eine fucking Nagelpistole, die gehört dazu, es ist auch eine neue Waffe. Und ich würde sagen, wir fangen mit der FAL an, mit der Fall. Und ja, das ist ein Schnellfeuergewehr und das Beste. Es gibt ein neues Top-Schnellfeuergewehr, dazu blende ich euch mal kurz die Stats ein, denn die Fall hat einen Maximal-Damage von 43, Minimal-Damage von 25. Das Interessante hier, die Feuerrate von 700 und der Drop-Off 30 Meter bis 60 Meter. Einfach mal im Vergleich zu einer der vorigen Top-Schnellfeuergewehrwaffen. Die SA, die hat auch einen Maximal-Damage von 43 und Minimal-Damage von 25. Drop-Off 20-50 und die Feuerrate liegt nur bei 650. Und ja, die FAL ist das neue Top-Schnellfeuergewehr, das stärkste, wenn wir jetzt einfach mal nach den Stats gehen wollen. Und ja, ich habe sie selber schon eine Menge gespielt, ist auf jeden Fall eine verdammt starke Waffe und man stirbt einfach jetzt bei Hardline, vor allem im DLC, einfach mal so mega verdammt schnell, weil alle mit diesen neuen Schnellfeuergewehren spielen, also Fall und die SG. Und mit der machen wir auch direkt weiter. Die ist nämlich im Vergleich zur FAL jetzt nicht so gut von den Stats, es sind immer noch fast ähnliche Stats, ja, 43, 25, 20, 50, Feuerrate von 600, also 50 weniger als die SA und 100 weniger als die FAL. Und ja, es ist auch ein verdammt starkes Schnellfeuergewehr. Das bisschen Feuerrate, der bisschen Drop-Off, der macht da nicht großartig was aus, aber wie gesagt, so im Gesamten ist die Fall die beste und die ist jetzt ja auch ganz nice, man wird da wirklich kaum einen Unterschied merken, aber nice, 2 neue Schnellfeuergewehre. Es geht weiter mit der M1A1, eine sehr beliebte Waffe und diese Waffe hat einen großen Vorteil und zwar, dass man sie mit jeder Klasse spielen kann, also mit dem Sturmsoldat, mit dem Enforcer, mit dem Pionier und mit dem Aufklärer. Mit jeder Waffe kann man das Ding mitnehmen und das ist eigentlich ganz nice, so vor allem mit dem, okay, hier heißt er ja Profi, glaube ich, in Hardline, der Aufklärer, der Sniper. Man kann den Sniper da schon so in die Richtung dann endlich mal, wenn man jetzt nicht auf die MAC-10 vertrauen möchte, sehr offensiv spielen, auch mit dem Funkfeuer und so weiter, denn das sollte ganz gut klappen. Aber jetzt so die Waffe an sich kann halt mit allen anderen, also was heißt mit allen anderen Waffen nicht mithalten. Die M1A1 ist eine PDW und da sind wir auch beim Problem, denn sie hält mit keiner anderen Waffe so wirklich mit. So auf Distanz sind Schnellfeuergewehre und die Sturmgewehre, wie zum Beispiel M16 oder so, einfach der Burner. Die sind überall gut sozusagen, im Nahkampf und auf Distanz. Und PDWs sind im Nahkampf mega gut, bis mittlere Distanz. Und die M1A1 kann halt mit allen möglichen PDWs einfach nicht mithalten. Sie hat eine viel geringere Feuerrate und sie hat einen viel geringeren Schaden. Das Einzige, wo sie besser ist, ist die große Magazingröße, 50 Schuss. Aber was bringen uns 50 Schuss, wenn die Gegner nicht umfallen? Aber Leute, das sollte euch nicht aufhalten, das Teil zu spielen, denn ich habe damit auch gespielt und es hat Spaß gemacht. Aber man merkt halt einfach beim Spielen, man hat schon so ein klein bisschen Nachteil damit, weil alles andere ist halt überall besser. Nicht mega stark besser, aber halt einfach besser. Aber wie gesagt, trotzdem eine nice Waffe. Wir kommen, ja, zur darf nicht fehlen,
KSG 12, unsere neue Shotgun. Ja, ist halt eine Shotgun. Da muss ich eigentlich auch gar nicht großartig was zu sagen. Auf den Maps passt es jetzt nicht so wirklich, weil man halt immer relativ außen spawnt und weite Strecken zurücklegen muss. In der Mitte ist dann meistens so die Action bei den Maps und da muss man auch erstmal hinkommen. Wenn man da ist, kann man mit so einer Shotgun gut aufräumen. Und KSG ist halt irgendwie, sie ist eine Standard-Shotgun, eine gute Shotgun, aber halt eine Shotgun. Auf jeden Fall die Durchdringungsmunition mit draufpacken, damit Pioniere mit Schutzweste bzw. der Panzerung da keine Probleme verursachen. Und ansonsten, es ist halt neue fucking Shotgun. Und ja, wer Shotgun spielt, wird damit seinen Spaß haben. Dann noch die Nagelpistole. Wie gesagt, die musste einfach rein, weil es ist eine fucking Nagelpistole. Und sie ist sogar ziemlich stark. Die braucht 3 Schüsse auf der weitesten Distanz überhaupt und sonst nur 2. Das ist schon so im absoluten Nahkampf 2. Das Teil ist schon stark. Also wenn ihr das irgendwo liegen seht, dann aufheben und damit spielen, weil das Teil ist wirklich verdammt stark. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, was eure Lieblingswaffen sind aus dem neuen Hardline-DLC, falls ihr das Ganze schon gespielt habt. Und wenn nicht, dann spielt das jetzt, dann kommt aufs Video zurück und schreibt eure neue Lieblingswaffe rein oder einfach die Waffe, die euch davon am besten gefällt. Ich finde es sehr nice. Wir haben ein neues Top-Schnellfeuergewehr. Die FRL, die werde ich auf jeden Fall auch gut suchten, denke ich. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Falls ja, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Ein Like und wir sehen uns dann morgen eventuell wieder. Bis dann und tschüss.